Die Prälatur Reutlingen ist mit seinen 13 Kirchenbezirken die größte Prälatur in der Landeskirche Württemberg. Sie umfasst die Schwäbische Alb und den Schwarzwald. In Gaugenwald im nördlichen Schwarzwald steht zum Beispiel auch die kleinste Kirche in Württemberg. Prälat ist Christian Rose. Er hat seinen Amtssitz in der Prälaturhauptstadt Reutlingen. Hier steht auch die Hauptkirche der Prälatur, die Marienkirche. Sie ist eine der bedeutendsten Reformationskirchen in Württemberg. Im Chorraum stehen die Statuen von einflussreichen Personen der Reformation wie Martin Luther. In diakonischen Einrichtungen wie Maria Berg und der Bruderhausdiakonie kümmert man sich um alte Menschen, aber auch um Menschen mit Behinderung. In Rottenburg feiert man zudem einmal im Jahr ein großes Inklusionsfest. Eine wichtige Anlaufstelle für Nachwuchstheologen ist in Tübingen. An der dortigen Universität studierten schon bedeutende Theologen wie Albrecht Bengel. Die meisten Studenten der evangelischen Theologie wohnen während ihrem Studium im Tübinger Stift. Aber auch für Touristen hat die Prälatur einiges zu bieten. Zum Beispiel viele Wanderungen auf der Schwäbischen Alb oder das vielfältige gastronomische Angebot, für das es sogar eine eigene Pfarrerin gibt. Auch andere touristische Sehenswürdigkeiten wie der Gönninger Tulpenfriedhof sind sehr beliebt. Dieser lockt jedes Jahr Hunderte von Besuchern dank seiner Tulpenpracht an.